Krieg, Hass, Tod und Zerstörung. Auch an meinem Finger. Für euch habe ich gerade meinen Greenscreen gerichtet und das ist das Ergebnis. Ich habe mir mediativ mit meiner Schere in den Finger geschnitten. Und ja, mal gucken, ob ich sie auch nähen lassen muss. Ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher. Ich bin Ragnar, ich arbeite mit einem Häcksler, ich arbeite mit einer Axt, aber ich habe keine Schere in die Hand. Ja. Ich muss mal gucken, ist sie noch blutig? Nee, blutig ist sie nicht mehr, aber scharf ist sie, so viel weiß ich jetzt. Messer gab es nicht. Tatsächlich ist mein Greenscreen dicker, als ich dachte. Ist ja schon mal gut zu wissen. Ja, ist, hat auch was für sich. Nee? Ja, ist schon gut durchgeblutet. Aber alles für euch, ne? Ich spiele jetzt trotzdem weiter. Folge 2 muss laufen. Und damit geht's los. In 3, 2, 1, ab geht's! Damit herzlich willkommen und moin moin zu unserer Invalidenrunde The Ascent. Wir machen quasi gleich die Anschlussaufnahme. Von daher, wenn ihr letzte Woche kommentiert habt, das war umsonst. Hättet ihr euch klemmen können. Und ja, wir waren gerade dabei hier, wir wollten Typi hier mit seinen Todesvipern helfen. Todesvipern? Nee, das war Clownvipern. Nee, das war woanders. Wo waren Clownvipern? Robovipern. Ja. Robo-Vipern, genau. Clown-Vipern waren bei Diablo. Turbo. Dann halt Turbo. Clown-Vipern waren bei Diablo. Der Blutverlust lässt schon dann hier nicht. Ja, ich kann schon nicht mehr so gut reden. Ich schwitze auch schon. So. Liebe Zuschauer, wenn ihr so etwas während der Aufnahme vom Stuhl fällt, habt ihr was zu lachen? Ja, das wird irre witzig. Das wird super. Die unfreiwilligste Comedy, Alter, mit einem. Ja. Nahtoderfahrung. Ja, also ja, vor allem, Michi kann ja wenigstens noch die Dings hier rufen. Ach ne, wir müssen in eine andere Richtung. Michi kann ja wenigstens noch einen Krankenwagen rufen, der kennt meine Adresse. Warum müssen wir nicht? Achso, ja. Weil der komische Anzeiger das anzeigt. Hier ist aber noch eine Kiste. Ja, dann hol die doch mal. Wo ist denn da die Kiste? Ach da, Junge. Geilo. Ja, nehmen wir mit. Oder nimm mal mit. Mal auf dem Radar. Oh, hier, Komponenten. Damit kann ich. Oh. Wir müssen noch mal zum Dings hier, glaube ich. Zum Waffenhändler, ich kann meine MP nochmal aufrüsten. Ich habe jetzt. Haben wir gerade Komponenten gekriegt? Dann ja. Ja, haben wir. Du musst. Ich habe schon ein dickes Pflaster. Extra robust? Ja, das ist hier so ein wasserfestes Ding. Die sind scheiße. Ja, die sind super. Hält ganz gut. Ich bin eigentlich gerade überglücklich. Ja, mache ich später nochmal auf. Ne? Jetzt ist das erstmal gut, weil. Michi steht hier auf dem Tisch. Was ist denn da los? So. Ich hab mir auf dem Tisch. Harbinger. Komponenten fehlen? Ich hab noch gerade eine aufgesammelt nochmal. Was soll denn das? Wir haben gerade eine Hose aufgesammelt. Quatsch. Siehst du, der Blutverlust, der setzt ihn so zu. Es wird noch besser. Die Katze hat in die Schuhe von Frau gekotzt. Von der Frau gekotzt. Ist gut, oder? Kann man so machen. Geht so. Ne, die neue ist ja auch nicht irgendwie viel besser. Die ist ganz im Gegenteil, die ist scheiße. Was soll ich denn mit so einem Müll? Okay, weiter geht's. Ihr seid schon weiter gerannt, ne? Ihr Assis? Ja, hier sind noch mehr Pflaster für die Welt. Scheiße auf Loot, wir haben Pflaster. Oh, ich hab eine Kiste gefunden. Was haben wir denn da? Sehr gut. Rooftops freigeschaltet. Ich glaube, das ist eine Klamotte. Ah, da unten sind übrigens, Da unten sind Komponenten. Ihr seid vor allem du irgendwo, das Ding gerade durchgewichst ist. Ihr seid irgendwo, wo ich nicht bin. Ach, hier seid ihr. Seid ihr das? Ja, das sieht das gut aus. Es sieht schick aus. Oh ja, das gefällt mir. Wer fährt jetzt hier das runter? Okay, war ja schick. Hier ist noch eine Kiste. Rentenkasse, ab zur Rentenkasse. Was gab's jetzt Schönes? Schockwellengranaten. Die haben wir doch schon. Das bringt ja überhaupt nichts. Bitte? Ja, oh, Gegner. Wow! Kai, du bist so ein Assi, Mann. Nee, was, wieso? Nee, diesmal war ich das. Ich war ganz woanders. Ich hasse euch alle. Diesmal, ach komm. Mehr dieser Hass. Ja, war gerade so ruhig, ne? Ja. Kaum das erste Scharmützel ist hier schon wieder. Kacke am Dampfen, super.
Schon wieder irgendwas aufgesammelt. Credits nur. Was ist hier? Ach, hier sind ja Gegner. Hinter uns. Ich habe eine Komponente gefunden für uns. Das ist schön. Oh, das war gar nicht Michi. Ich habe hier auf irgendwen anders geschossen. Danke. Hier, jetzt kann man endlich Zivilisten abknallen. Sehr gut. Was? Das hört sich so gemein an. Ach Quatsch. Ich bin total netter. Wenn man mich jetzt mal richtig kennt, bin ich ganz cool. Na, ja, geht so. Wieso schießt du auf mich, Alter? Bist du bescheuert? Sollst du auf die Gegner schießen? Welche Gegner? Weiß nicht, den da zum Beispiel. Ich hab einen Soundaussetzer, aber nicht zu knapp, Alter. Alter, die halten aber auch gut aus, die Jungs, ne? Ja. Ich bin gerade nicht traurig, dass ich meine Waffe aufgerüstet habe. Ich würde fast behaupten, wir gehen gleich nochmal ganz kurz einen Mühe zurück und werten nochmal einmal auf. Meinst du? Ja. Ach. Womit denn aufwerten? Mit den Komponenten. Wir haben doch schon Aufwertungskomponenten gerade gefunden. Ja, diese Komponenten, mit denen kannst du deine Waffe abrüsten. Nee, wir gehen jetzt nicht zurück. Hier, das schaffen wir jetzt. Weiter, los. Ich wusste nicht, dass wir irgendwas aufgenommen haben. Wir rennen ja jetzt hier nicht noch fünfmal hin und zurück. Zack, bisschen Hölf. Vielen Dank. Ja, aber hier gibt's Sachen zu holen. Die will ich haben. 99 U-Creds? Alter, ist das teuer. Was soll denn das? ATM. Piep-Bop. Okay. Wo will er denn hin? Kann man eigentlich auch nach unten schießen oder nur nach oben? Ich glaube, die wollen alle zu Michi. Oder ist Michi hier bei mir? Das kann man Michi ist blau. Bei mir sind beide grün. Das ist ein bisschen schwierig. Ach ja, ich habe auch noch den hier. Zack! Dann ist Ruhe. Der lebt ja doch, der Wichser. Nee, es war ein anderer, der kam aus der Tür. Achso. Bums, yo, mit ein bisschen Fähigkeiten läuft das. Bums. Oh, noch eine Harbinger. Wir haben nochmal die Waffe aufgenommen. Zack. Ist halt, ich weiß gar nicht, was das bringt. Nochmal die Waffe. Ist das Gelbe eine Nebenquest zum Annehmen oder zum Abgeben? Wahrscheinlich. Oder da. Zum Annehmen. Hier. Michi, komm mal zu mir. Wo ist bei dir? Ja, das sieht man doch auf dem Radar. Ja, da kann mich das mal eben aufnehmen, weil der hat am allerwenigsten Lebensenergie. Ja, aber nicht, wenn beide grün sind. Das ist bei mir echt ein bisschen scheiße. Das ist halt dein Problem. Ja, aber auch, dass man ja Zuschauer, weißt du, kannst du mal nicht so ein Egomane sein? Dreckiger Wichser, ey. So, Feuer! Ups, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das hier machen. Ich finde das Interface ja tatsächlich nicht ganz so cool. Ich finde, man sieht recht schlecht, wann die Fähigkeiten so aufgeladen sind. Finde ich ein bisschen schade. Rums. Ja, gleich von zwei noch aufs Maul gekriegt. Sehr schön. So lobe ich mir das. Was bist... Oh, nee. Muss man aber ganz schön zurückfallen hier, wa? Meine Fresse. Stirb. Ha. Den Gegnern macht es tatsächlich Sinn, nach oben zu zielen. Auf Kopfhöhe. Weiß ich nicht. Manchmal stehen die auch einfach nur hinter Hindernissen. Dass du da rüber schießen musst. So. Nein, aufgeräumt hier. Wir sind menschenhoch. Und da sollte man schon auf Kopfhöhe schießen. Sind menschenhoch. Oh, was denn hier? Oh! Was gibt's denn hier Schönes? Open. Echt jetzt? Da brauchen wir noch ein Eis? Okay, wir brauchen besseres Eis. Das hätten wir. Das gab's irgendwo in der Stadt. Das hatte ich gefunden schon. Scheiße. Na toll. Ja, Entschuldigung. Ich suche jetzt nicht nochmal die ganze Stadt ab. In der Hoffnung, dass wir das bessere Eis nochmal finden. So, aber ich glaube, wir sind hier falsch. Jo. Ein bisschen. Gänzlich. Aber wir wollen ja Loot, ne? Alles fürs Loot. Loot tut gut. Hä? Ah, das ist ein Fahrstuhl. Ja, danke, Leute. Ich war so, nicht der andere ist doch schon da. Na, läuft doch hier hin und her. Hass euch. Hier ja. Ist grün gehasst. Da sind grüne Leute, genau. Was hier was? Zugang verwehrt. Och, Menu. Man kann ihn da noch ansprechen. Was erzählt mir der? Du willst dich bestimmt nicht mit mir anlegen. Na klar, warum das? Im Zweifelsfall, wir sind drei, du bist einer. Ich finde die Idee ganz gut. Was schießt denn hier schon wieder? Nazi, Alter. Er hat mich angesprochen, er hat gesagt, verschwinde und du bereust es. Dann habe ich gesagt, nein. Rums, vorbei ist die Nummer.
So. Das mit den Kisten ist ja ganz angenehm, ne? Dass man da nur durchrennen muss. Ja. Wenn man sie denn dann auch mitnimmt. Ja, bei mir war da nix. Gegner! Radadadadadadadad. Oh! Ups! Habe ich die Karre gleich mit in die Luft gejagt. Ist aber auch ein Effektfeuerwerk, ne? Meine Güte. Dankbarkeit! Natürlich sind die dankbar, dass ich hier bin. Damit keiner auf blöde Ideen kommt. Hass. Hass. Hier, du Shotgun-Wichser, kannst mal gleich die Fresse halten. Oha. Ich glaube, wir sollten die Level-Ups, die wir kriegen, echt nutzen. Oh. Ein Level-Up gekriegt? Nee, noch nicht. Aber ich glaube, die Investition ist es wert nachher. Neue Hose. Braucht jemand Hilfe? Ich brauche Hilfe. Ups. Level-Up! Die! Alter. Was ist er der Fall? Was war denn sein Problem? So. Aber es läuft einwandfrei. Kai wollte zurücklaufen, Muschi. Hä? Was ist das? Health Pack. So. Ja, danke! Das war ich nicht. Ja, ja, das war ich nicht. Hier ist eine Kiste. Will ich haben. Heiß so. Komponente. Unbedingt. Geil. Komponenten für das. Ich will mal gerade hier aufrüsten. Also schön den Arm abgeschossen. Level. Panzerungskräfte, Fertigkeiten. Wie viel habe ich denn? Drei. Oh, man kriegt drei pro Level. Das ist ja üppig. Einmal Finger angucken. So. Und ich will mehr Crit. So. Crit erhöht. Macht Sinn bei einer Schnellfeuerwaffe, oder? Schon, ja. Okay. Ich weiß noch nicht, was die ganzen Automaten hier machen. Also ich weiß von manchen... Ja, du kannst dir Snacks rausholen und dann... Yes. Ja, ein bisschen Gesundheits... Ja, ich bin mir nur nicht sicher, ob das alle machen. Ey! Müller, du bist... Das war ich nicht, du Assi! Du bist der mit dem roten Kreis und du hast gerade geschossen. Ich hab gerade überhaupt nicht geschossen. Willst du mich rollen oder was? Ich war ganz vorne. Dann ist Kai gerade durch deinen roten... Dann ist Kai gerade durch deinen roten Kreis getroffen. Was ist das? Was kann ich da kaputt machen? Ah, die Automaten kann man kaputt machen. Das ist ja geil. So, da kommt auch gleich bestimmt welche. Oh, die Soundaussätze, die machen mich fertig, ne? Ja, die habe ich nicht. Oh, hinter uns. Die Gegner sind manchmal ein bisschen schlecht zu erkennen, ne? Manchmal weiß ich nicht, ob Zivilist oder Assi. Muss Jukritz mitnehmen. Okay, ich glaube, hier kommt, was mit denen hier nicht richtig? Stehen nur dumm rum. So. Ich vergesse die Fähigkeit immer ganz gut. Befriedigend, Alter. Dieses Zug. Die Fähigkeit ist super. Ja. Ja, Mann. Der Kai ist schon wieder ganz woanders, ne? Hä, warum? Ja. Ich stehe doch genau da, wo ihr eben wart. Offensichtlich sind wir ja, da aber, nicht. Aber nicht. Wir haben uns gedacht, wir gucken uns ein bisschen um und wollen geile Sachen haben. Ey, hier waren noch Gegner. Wir sind immer noch Gegner, nicht zu knapp, oder? Ein bisschen. Klick, 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 klick. Das habe ich bis hier gehört. Jetzt sehe ich aber keinen mehr. Sind da Oschis? Ne. Alles cool. Manchmal fliegen hier auch so einfach sinnlose Leichen durch die Gegend. Mir fehlt so ein bisschen eine Sprintoption, ne? Diese ständige Rolle macht mich kirre. Ja, das wäre nicht verkehrt. Ist doch garantiert wieder was zu holen. Oh ne, wir müssen sogar hier rein. Niemandsland. Stirb! Stirbi! Der ist ziemlich tot. Shotgun, Shotgun, glaubst du? Fick dich, du Assi, ey. Kaputt werde ich gemacht. So, tot, tot, tot. Vielfacher Tod wünsche ich euch. Auf wen schießt du denn schon wieder? Ich bin wahllos in der Gegend geballert, ey. Ich mag's einfach zu schießen. Ich hab unendlich Ammo, also als... Also nutzt du das. So, jetzt endlich die Kisten mal sinnvoll genutzt. Das erste Mal heute. Quatsch! So, der ist ziemlich tot. Ich brauche mehr Damage, ey, das nervt mich.
Alle bis zu den 10 bewaffnet, der ist ja schön. Piu! Alter, die halten aber auch raus, Fresse halten. Klick, 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 klick. Bei wem klickt das hier immer so viel? Maustaste loslassen hilft. Boah, ich muss irgendwie das UI irgendwie erhöhen, ey. Das nervt mich so sehr. Ist deine Mama. KI ist auch nicht immer die Schlauste, ne? Hab ich das Gefühl. So, hier ist doch garantiert irgendwas zu holen. Kann mir doch keiner erzählen. Da sind Gegner, da will ich noch nicht hin. Ich will was haben. Ich brauch unbedingt Health, ey. Ja, brauchst du. Ja, brauchst du. Kleiner Drecksack. Oh, das kann man kaputtballern, geil. Oh, da kommt einer. Aber man kann nicht nach unten schießen, was ist denn das für eine Scheiße, ey? Das ist aber ein schönes Nadelöhr, wo die da gerade langkommen. Eine Granate in die Fresse. Wow. Wo kommt die denn gerade her? Von hinten. Dass die auch immer irgendwo runtergeklettert kommen, ne? Wichser. Ich bin down. Bin gleich da. Okay, macht schon. Dankeschön. Okay, Sinn. Rums, kaputt. Also hochschießen bringt bei mir gar nichts tatsächlich. Bei mir schon. Ich habe gerade mal hochgehalten. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist über ihn rüberballern. Streuung verringern wäre vielleicht auch nochmal eine geile Option. Ja, hast du noch den Skill Ziel? Ja, hier ist Health, Michi. Nein. Sehr schön. Das ist eine Waffe. Ist eine Waffe? Ich konnte die nicht aufheben. Strange. Manchmal ist dieses Spiel echt seltsam. Grinder. Ich weiß nicht, welchen Namen ich geiler finde. Tranquility Park oder Grinder. Zugang verwehrt. Schade. Ups. Piu. Okay, wo wir... Rechts oder links, ihr Lieben? Egal. Wir müssen... Egal geht's nicht. Oh, wenn man die Dinger sprengt und da sind Kisten in der Nähe, ist das doof. Habe ich gerade festgestellt. So, Knete ist wichtig. Wir brauchen Geld. Ich will die Assault Rifle haben. Da kommt wieder ein Wichser. Alter, wie ich ein ganzes Magazin in den leere, ne? Michi, help. Weapon Skill. Mach, pass auf. Michi, help. Vorsicht, sagt er. Tot, sag ich. Hier ist eine Kiste. Gehört, wir haben einen Waffenskin gefunden. Ah, cool. Da oben. Hier oben auf dem Dach. Hier oben liegt irgendwas Cooles. Ja, irgendwie ran. Ist die Tür irgendwie zu? Warte mal, da hinten ist. Blinkt eine... purple, das müssen wir haben. Da hinten ist eine Tür. Da muss doch irgendwo hingehen. Laufen wir doch mal ein bisschen anders. Hier ist eine Tür. Ja, oder man läuft aufs Dach. Da ist eine Treppe. Die kann man natürlich auch benutzen. Oh, hier ist sogar noch eine Kiste. Ja, ja, eine rote, ne? Ja. Die habe ich auch gesehen. Normalkomponente. Dings hast du aufgehoben, ne? Ja. Was war das? Stadttrete. Ah, neue Trete. Stadttrete. Ein Cyberdeck-Upgrade. Was ist denn Cyberdeck? Das Cyberdeck ist zum Hacken. Ah. Okay, wir haben hier... Wie ist die so? Die hat mehr Armor, das finde ich glaube ich gut gerade. Ja, die nehme ich. Aber immer das gleiche. Oh, hier, neue Hose auch. Die aktuelle kann ja quasi nix. Hm. Ja, nehme ich auch. Okay. Von mir aus können wir weiter. Oh, das hat weh. Braucht jemand Hilfe? Ja, ein bisschen. Hat sich gelohnt, das Ding abzuknallen. Mhm. Das ist doch schön. So lobe ich mir das. Ne, statt Geld ausgeben, Sachen zerstören, um das zu kriegen, was man haben will. Das ist doch genau mein Ding, oder was? Hä? Mich hast du dich gerade selber mit der Granate abgeworfen? Nope. Stirb! Wer hat denn da gerade in die Luft gehauen? Friss Bestien. Tumultflinte.
aufgehoben. Neue Waffe, glaube ich. Oh shit, das war nix. Geschütz Level 0. Was ist das? Alter. What the fuck, ey. Oh, ich kann meine Fähigkeit auch nicht benutzen. Ich bin tot. Nicht du schießt denn nicht? Nein, das. So, Michi. Das habt ihr euch doch ausgedacht, wenn ich nicht da war, oder was? Ja, natürlich. Der Müller, wenn er still, ne, den T-Baggen will richtig. Der wird richtig hart geteabaggt. Eigentlich wollten wir dich erst mit dem Sprengstoff umbringen, um dich dann zu T-Baggen, um das selber zu triggern, aber ja, gut. Okay, davon haben wir keine Rede. Jedenfalls sieht das so aus. Oh, guck mal hier. Ach du Heiliger. Alter! Nee, der was war das denn? One-Shot? Alter. Das sind Level 15. Oh, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Scheiße. Ja, die waren Level 15. Okay. Was war das denn? Das war eine Kackidee. Hui. Wo fangen wir jetzt an? Da hätten wir die Granaten gebraucht. Nee. Level 15, die hätten wir nicht mal angekratzt. Nee, die hätten uns einmal lustig ausgesucht. Ausgelacht und das war's. Wieso kann ich eigentlich keine Granaten schmeißen? Weil aber gerade keine haben, oder? Richtig. Nee, die musst du aufladen. Also du verlierst die eigentlich nicht. Ich glaube, du hast unendlich. Wie muss man die aufladen? Nein, Granaten sammelst du. Was du auflädst, ist dein Flach. Moment. Nee, ich habe Schockwellengranate ausgerüstet. Habe ich auch. Ne? Aufladung 250. Das erklärt einem, glaube ich, auch das Tutorial. Oh, da spielt schon wieder alleine. Jemand alleine. War auch nicht schwer, wie mir scheint. Fresse halten. Das muss ja hier mal vorwärts gehen. Wieso geht's da nicht lang? Progress. Progress in Wette, wir übersehen hier ziemlich viel Scheiß. Ja, wahrscheinlich. Das sind viele, aber diesmal bin ich nicht ganz so stark. Ja, lauf bloß nicht nach oben. Ja, Level up, sehr schön. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Okay, tot. So, der ist hin. Alter, ich werde hier gerade. Oh, da ist ein Boss. Ja. Der ist gerade bei mir und hält sich für einen tollen Hengst. Das sind zwei. So, Alter. Manchmal laufe ich auch, ne? Du kannst hier schießen, wie du willst. Ich stehe vor dem und da passiert gefühlt nicht viel. Oh, was habe ich da gefunden? Dread, neue Waffe. Seid ihr beim Boss? Beide und down. Harbinger. Moment, neue Waffe, neue Waffe, neue Waffe, neue Waffe. Wir haben eine gute Sturmgewehr. Also wir haben erstmal zwei Shotguns freigeschalten. Ballistische. Erstmal wo? Im Inventar. Erstmal die Wegs. So. Hä? Ich habe eine Tumultflinte und einen Blitzsplit. Ja. Ramse jemanden unter das Kim und puste demjenigen mit genug tun die Lichter aus, finde ich gut. Alter, zum Teil Deutsch, zum Teil Englisch, ne? Digital-Shotgun. Da bin ich gespannt. Okay. Das ist nett. Was kann die andere? Tumultflinte. Boah, das Ding ist Sound, Alter. Schön klingt, tut das, ne? Yo, die Assault Rifle gefällt mir richtig gut. Den nehme ich. Was sind denn Assault Rifle? Okay, da ist noch. Hast du keine Assault Rifle? Nee. Boah, die ist auch wesentlich präziser, ey. Geil. Oha. Die haben ja ziemlich dicke Knarren. Ach, scheiße. Da war einer neben mir, den habe ich gar nicht gesehen. Hier, heil mich mal. Perfekt. Alter, fucking Raketenwerfer, wa? Keine Chance. Von weitem. Fick die Henne, ey. Hilf ihm mal. Heftig. Das hat jetzt aber ganz schön angezogen, Schwierigkeitsgrad, ey. Nein, zurücklaufen ist dumm. Nee, ach, wie läuft die zurück? So ein Müll, ey. Ich probiere mal die Shotgun aus. Mal sehen, wie die sich schlägt.
Die ist gar nicht so verkehrt tatsächlich, aber erstmal muss ich meine. Ich hab, muss drei Fähigkeiten hier. Ja, das ist eine gute Idee. Verteilen. Fertigkeiten. Zweimal geht in Zielen diesmal. Bestimmt das Tempo der Abklickzeit von Ausweichen. Okay. Wie weicht man denn aus? Also ist das dieses Wegspringen? Das ist die Leertastengeschichte, ja. Echt? Das kannst du doch quasi direkt nacheinander machen. Kannst du springen, wieder springen, wieder springen, wieder springen. Da ist doch keine Abklickzeit. Na doch. Doch. Mehr Leben statt, glaube ich, gerade auch nicht. So. Oh, die ist so lahm. Ich will, glaube ich, doch die andere. Bullsplit. Aber die haut halt richtig durch, ne? Nö, weniger als die andere. 10x10 bis 12 und 10x12 bis 15. Dann hätte ich doch lieber die. Hier oben sind auf jeden Fall die beiden Dings, ne? Die beiden mit dem Totenkopf gewesen. Oh. Eben. Habt ihr die mal eben weggemacht, ja? Ich bin nicht einmal im Menü, wisst ihr? Also jetzt, wo ich das geskillt habe, habe ich offensichtlich eine Abklingzeit. Oh, hinter uns. Gut, dass ich in die MP doch nur eingesetzt habe. Jetzt, wo ich das Sturmgewehr habe. Mit dem man wenigstens was trifft. Wow, was war das denn? Hat er die Granate gerade wieder fallen lassen? Alter, die Shotgun haut er richtig rein. Rums. Das habe ich dir gerade gesagt, das hast du verneint. Ja, das war mehr als ich hast dachte. Noch, da hast du noch die Stats vorgelegt. Nee, ich habe ja die andere jetzt. Sound ist ja immer so richtig scheiße. Ja, die klingt kacke. Britzel, Britzel. Aber ist ja auch eine Digital-Shotgun, ne? Oh, hier ist ein Haus. Ich gehe mal einmal rein. Ja, was haben wir denn da? Ach, ein Datenpad. Okay, ich glaube, das war eine Quest. Boah, aber wir laufen komplett in die falsche Richtung schon wieder, ne? Ja, irgendwie schon. Wollen wir umdrehen? Gehen wir gleich wieder im Level 15 Gebiet. Ja, hier ja. Lang. Ach so, ich glaube, die Vollkrummer waren die großen, kann das sein? Die wir töten sollen jetzt? Keine Ahnung. Müssen ja irgendwie hier sein. Okay, wollen wir uns mal von außen nach innen so ein bisschen vorarbeiten in diesem Kreis? Ja. Das ist, glaube ich, gerade ein bisschen cleverer. Ich habe keinen Bock, dass wir gleich wieder alle an der Hacken haben. Ja. Und vor allem von allen Seiten. Das tut denen gerade auch nicht gut, ne? Nee, mir nicht so. Da sind welche. Ja. Oh, Granate. Ja. Diese Fist of Jesus ist auch der Shit, ey. Was ist das? Wer hat eigentlich vorne erzählt, von wegen nach oben zielen bringt? Nee, Herr Müller. Das ist bei mir. Ich hab das vorhin gemacht. War nicht so clever. Oh, noch ein Level up. Das geht jetzt aber fix. Nee, das bringt was, wenn sie hinter Barrikaden stehen oder sowas, ja. Ansonsten oder dieser hohe Gegner, oder dieser große Gegner von eben zum Beispiel, mit dem Raketenwerfer. Ja, okay, der vielleicht auch. Okay, ich glaube, wir sind einmal rum. Außenbereich safe. Den machen wir doch mal. Und jetzt kommt da oben. Jo, hier ist der Dicke. Alter, diese Ziel suchen die Raketen, was geht ab, ey. Gut, Nummer 1 ist hin. Ne, 4 von 4. Ja. Alle down. Sehr schön. Ja, geschafft. Sauber. Also die Assault Rifle klingt schön. Die gefällt mir. Jo. Ich bin mega Fan von. Hier rechts noch irgendwas? Ne, da sind wieder die 15, ne? Hab ich ja keinen Bock drauf. Was ist denn die Assault Rifle? Jetzt blöd. Wie heißt die? Die Dread. Genau, Dread. Genau. Jetzt mal schön alles zu Klump schießen hier. Guck mal. Schön Hurf.
Was ist hier? Achso, ist nur eine weitere Tür. Ich hab so das Gefühl, hier jetzt passiert gerade was. Ja, wenn er schon sagt, haltet die Stellung, dann weißt du Bescheid. Okay, ah, da kommt was Großes, glaube ich. Jetzt wird's witzig. Jo, moin. Ich musste gerade an Bioshock denken, ohne Scheiß. Ja, der ist der Boss. Der sieht von hinten sieht er aber aus wie ein Space Marine. Space Movie? Space Marine. Ach so. So, wollen wir da erstmal auf hier. Fresse halten. Ja, diese Nahkämpfer gehen mir manchmal ein bisschen auf den Sack, ne? Stirb, du Assi. Wie, das war's jetzt schon? Jo, der hat einen Hammer. Okay. Also ich glaube, da gehe ich nicht in den Nahkampf. Let's fetz. Ja. Doch, der Frosch und Spangenmixer. Das sind ja auch zwei, ja. Ja, ja. Wow. Ja, Granate bringt was. Ja, rockt auf jeden Fall. Und das Hochziehen bringt bei denen auch echt was. Meine Reden. Oh ja, oh ja. Nummer 1 ist down, Nummer 1 ist down. Ja, den kleinen 7er kriegen wir jetzt auch noch weg. Ich wollte sagen, das war ja jetzt hier. Ach, jetzt kommst du auch, ja, du Wichser. Aber da war ja noch so ein ganz dicker, ne? Was mit dem? Das waren die. Nee, da war noch ein anderer. Der mit der Rüstung. Der hatte keine Lust. Na, siehste. Alter, die sehen aus, die vier, ne? Die drei. Irgendwie gleich. Auch gar nicht. Wohl kommt, wenn man sich den Loot teilt. Ja, aber so sind wir ein Team. Ja, ja. Yes. Endlich Uniform. Aber wir sehen immer noch hübscher aus als er. Ist auch nicht schwer. Den würde ich auch essen. Ich würde alles essen. Der schmeckt bestimmt wie Fisch, bin ich mir ganz sicher. Aber hat nur zwei Keulen. Und riecht wie deine Füße nach der Arbeit. Da ich nicht körperlich arbeite, geht das bei mir. Außerdem trage ich keine Socken und Sandalen. So, aber direkt am Ende nochmal kurz die Festplatte voll. Aber egal, wir haben es geschafft. Bringen wir die Quest noch zurück? In der Folge ja, ne? Ja. Ich würde sagen, das machen wir einfach. Wir tun so, als wäre nichts passiert. Wollen wir uns da nochmal umgucken? Da oben? Ich müsste mich auf jeden Fall, ja, ich müsste mich auch nochmal kurz wegen Ausrüstung gucken. Ja, stimmt, wir haben ein bisschen was gefunden. Und durch den Kampfhelm, Alter. Oh ja. Die flatternde Kampfhaube, die geht nach vorn. Sag mal her. Die geht nach vorn. Richtig gut. Flatliner Kampfhaube? Oh ja, die ist ja. Da laufen wir eh gleich wieder gleich rum. Ja, viermal so gut. So, war hier irgendwie Zeug zum Sammeln? Worker Brustplatte hatte ich ja vorher, ne? Ah, die ist einfach nicht gut. Oha, wir haben schon einige Hosen. Ja. Aber ich sehe bei diesen, Stats wirklich durch. Ja, ich finde das auch ganz beschissen gelöst. Ich achte bloß, je mehr Pfeile nach oben sind, das zieht an. Ne? Also grüne Pfeile natürlich. Ja, sie boosten alles halt andere Attribute, ne? Ja, und ich weiß aber nicht, was sind das für Attribute? Geht das irgendwo bei? Ja, zum Beispiel hier diese Free-Flow-Hose hat Ausweichen, diesen Ausweichen-Skill plus 8, das ist halt schon heftig. Ne, dafür halt kein Flammenschutz oder sowas. Aber ich glaube, ich nehme die mal. Ich nehme die doch wieder. So, geht ab. Ihr seid schon wieder weitergerannt, ne? Ihr wart. Was denn? Nein, Hose. Okay. Wir stehen schon die ganze Zeit hier. Und ihr habt euch gedacht, wir gucken hier drin mal nicht nach Kisten oder so. Hier sind auch keine, ihr habt recht. Wir haben immer recht. Wusa! Kai, wie assi du gerade die Augen gedreht hast, ist ja unglaublich. Ich habe das perfektioniert auf meinen Lehrgängen. Man hört das mittlerweile sogar bei mir. Ja, ja. Deswegen habe ich es, glaube ich, wahrgenommen. Das hat er bestimmt auf OnlyFans er ist gelernt. Oh, ich habe, glaube ich, auch noch... Moment.
Wir müssen jetzt 900 Meter hinlaufen zum nächsten Ziel, Alter. Ich habe ja noch hier Sachen zu vergeben. Was? Haben wir noch Skillpunkte? Ich habe 6 Stück gehabt gerade. Oh ja. Das habe ich auch schon gemacht. Und das ist tatsächlich, man merkt es. Man merkt ja, es. Ja, die bringen also tatsächlich sofort was. Das Schlimme ist natürlich, dass die Gegner mitleveln. Das heißt, im Prinzip ist es, naja. Naja, du kannst dich halt spezialisieren so ein bisschen, ne? Willst du mehr Körperkraft? Oh doch, das macht sich gerade richtig bemerkbar. Alter Vater. Hau hier mal die Abkeule. Sondern ist das Nachladen. Ja, also gefühlt sind wir für die Fünfer jetzt schon plötzlich overpowered. Ja, wir sind ja auch Level 7. Könnte daran liegen. Was ist das denn hier oben? Wer bist du? Kannst du was? Was ist? Der weint. Auf jeden Fall kommen hier auch Gegner. Ich sie einfach zerfetze. Ja, zerfetzen sie mir gut. Kai macht da hinten Spaß. Hä? Nein, ich bin hinter dir. Achso, dann macht Michi das. Ich hab da oben gerade Zivilisten aus Versehen angepustet. Ja, die fallen doch sofort um, ne? Nix können sie. Und die platzen so witzig. Ja. Da war noch wieder eine Shotgun. Zivilisten platzen so witzig. Ja, das ist. Wie es halt mal so geht, wenn man Dings hier, ne? Wenn man von einem Sturmgewehr getroffen wird. Schön ist das bestimmt nicht. Nee. Oh! Atemgerät, Faktgeschäft. Ah, das ist hier nochmal Kopfausrüstung. Ja, ja. Oh, das war nur blau. Das, was wir jetzt gerade aufhaben, war eben lila beim Aufsammeln. Echt? Okay. Ja. Eine Waffe? Was ist das? Hab-Verteidiger. Ich weiß nicht, was das bringt, wenn man die Waffen fünfmal findet. Kann man die verticken? Ich soll gleich mal gucken. Nochmal eine neue Hose? Wäre cool, wenn man die zerlegen könnte für Einzelteile. Für Komponenten, Teile, ja, das wäre echt geil. Wie er mir einfach in den Rücken schießt. Rums macht's. Rums. Und zwar nicht zu knapp. Ah, hier, blau und gelb. Brauche ich beides wahrscheinlich. Also ich muss für die nächste Runde definitiv gucken, dass ich das HUD vergrößere. Das ist mir definitiv zu klein. Lass mich rollen oder das stirbt. Was war das Schönes? Schon wieder so ein HUD-Verteidiger. Wir haben jetzt schon fünfmal gefunden, gefühlt. Wenn das mal reicht. So, ach, hier waren wir überall schon, ne? Ja. Nee. Das ist das Problem an Cyberpunk-Welten, sieht alles gleich aus. Und alles irgendwie schnöde und kaputt. Pff. Noch so ein Hartverteidiger. Was ist das Rote da? Was? Komm mal auf dem Radar. Oh ja, ein M. Lass uns da mal hingehen. Da gehen wir hin. Will ich sehen. Will ich wissen. Und hier ist eine Kiste. Ganz viele Kisten. Der ist unten. Okay. Aber hier sind noch mehr Kisten. Und da oben ist auch noch eine rote Kiste. Und Kiste und Kiste und Kiste. Sehr schön. Und hier hinten, wir sind bei. Achso, hier ist eine Metro. Das ist ein Metro. Okay. Wo kommen wir da hin? Cluster 13, da wo unsere Quest ist. Wollen wir einmal in die Varens Sachen. Ja, warte. Hier ist noch Normalkomponente, bevor ihr jetzt hier alles. Ja, ja. Aber bevor wir hier die nächste Quest machen, oder die nächste Questline, würde ich, glaube ich, gerne einmal die Waffen aufrüsten. Das wäre auch mein Gedanke. Bitte? Geil, wenn die sich. Habt ihr gerade irgendeinen angefixt? Ja, ja, hier waren gerade welche. So, einmal in die Varens. Bitte. Ja, wenn das der Weg dahin ist, ist das ja einfach. Nee, ist es nicht. Errungenschaft freigeschaltet. Tourist. Ja, stimmt. Das ist ja herrlich. So, dann rüsten wir jetzt noch fix auf und dann ist die Folge auch schon vorbei. Yeah. So schnell kann's gehen. Und Ragnar lebt noch, er ist nicht verblutet. Ich bin auch nicht in Ohnmacht gefallen. Ich bin stolz auf mich. Das ist ein bisschen schade, aber es wäre äußerst lustig geworden. Oh, hier, Kiste. Wupp. Ja, Pack, ich muss erstmal noch ein bisschen warten, denn ich habe schon wieder. Hier steht schon wieder alles in Luft gerade. Ja. Das scheint hier in der Oberwelt so ein bisschen bei dir zu sein. So, habe ich hier eine Karte? Boah, ist das alles weit weg. Boah, sind die viele Soundaussetzer.
Also, wieder in ihr gerade. Scheiß First Date Bugs immer noch, ne? Das nervt mich gerade so ein bisschen. Ja. Ich kann gerade nirgendwo hinlaufen. Ich muss hier warten, bis alle das machen. So, ich bin jetzt erstmal hier in dieser High Street. Und ich hoffe. Oh, ich kann die. Geil, du kannst die Autos knacken. Und die Gleiter. Ja, wo bist du hin? Endlich, es kommt. Ich bin in der Arcology jetzt gleich. Und hoffe, dass hier irgendwo Verkaufsstände sind. Ist das hier eigentlich ein Disketten? Ja, ist so ein. Die Varens? Diskettensymbol? Ach nee, ah, das ist ein Snackautomat. Ah, da sind die Verkaufsdinger. Wo bin ich? Da hinten. Ja, okay, dann laufe ich schon mal. Ich habe das Ziel umgangen, sagen wir es mal so. Aber das ist ja ein bisschen scheiße, dass die Hände nicht dauerhaft auf der Karte angezeigt werden. Ich meine, das ist das 25.000. Jahrhundert. Und ich habe auch mal Ärger gefunden. Der Laden. Geiler Beat, oder? Alter, wie viel hält er denn aus? Sind die Rollen oder was? Kriegt der mit der groben Kelle. Wir haben eine neue Brustplatte. Sehr schön. Ich hab Todi. Sterbi. Alter, bei Stufe 3 Gegnern, was ist denn los? Nichts machen. Bei mir lebt die Welt gerade jetzt noch. Ich hab diesen scheiß Garten. Okay. Kampfunfähig. Ich frage mich, wenn die Zeit abgelaufen ist, bin ich dann wieder da? Da ist eine Waffe. Ich glaube, das ist wieder eine Dread. gleich zweimal die Dread gefunden. Ja, aber du hast auch gleichzeitig Health mit aufgehoben. Ja, ich habe es gesehen gehabt. Nein, die ist diesmal nicht feindlich. Der Dicke, Alter. Hier, kannst du halt stumpf durch die Gegend ballern. Das juckt mich. Ich bin einfach im Weg rum. Ja, ich komme jetzt hier rein. Ich komme noch nicht dran vorbei. Ah, jetzt. Mit Hüpfi. Ja, obenrum hat geholfen, tatsächlich. Michi, wie ist bei dir? Traffic-Bug. Immer noch? Witzig, hier ist ja. Die Metro. Da ist auch eine Metro. Das ist ja gut zu wissen. So, ich bin bei dem Verbesserungsfixer. Oh, Waffenskin. Komm nicht weg. Ja, wir haben 2 oder 3 Waffenskins gefunden. Ich habe einen. Ich komm hier leider nicht. So, weg. Die Dread wird jetzt erstmal verbessert hier. Ja, Mann. Und zwar nicht zu knapp. Nicht nur einmal. Nee. So, die haben wir jetzt. Liebe Entwickler von The Ascent, bitte nachpatchen. Sag mal, was bedeuten die Zahlen daneben? Sind da, wenn wir eine finden, leveln wir die dann gleich aus? Kann das sein? Oh, welche Zahlen? Na, guck mal hier, wenn du in diesem, bist du noch beim Waffenhändler? Ja. Guck mal, bei Jet, die habe ich jetzt auf 4 aufgerüstet. Da steht eine 4. Beim Harbinger PSW steht eine 8. Beim Beschützer steht eine 6. Okay. Direkt über, ne? Nee, davon haben wir so viele, haben wir im Inventar. Ja, das kann sein. Dann müssten wir die auch verticken können. Das will ich jetzt mal gucken. Ja. Gehen wir mal zum Waffenvendor. Ja. Und der arme Michi kann nichts machen. Nee. Ich denke mal, ich werde das Spiel verlassen. Ja, ich. Ist ja, ja eh gleich. Verkauf. Ist doch eh gleich vorbei hier. So, Maschinengewehre. Ich hab ein bisschen Angst, die zu verkaufen. Jetzt habe ich die gekauft. Scheiße. Oh nein. Waffen. Ja geil, ich habe gerade 15.000 in den Sand gesetzt. Klingt nach Müller. Ja. Uiuiui. Und das Atemgerät ist übrigens deutlich besser als die Kampfhaube, ne? Okay. Das werde ich jetzt erstmal ausrüsten. Was für ein Atemgerät? Geh mal auf deine Ausrüstung, also auf Panzerung. Alter, hier ist ein Revolver, der haut. Das Atemgerät ist deutlich besser. Ja. Hier ist ein Dings hier. Ein Revolver. 41 bis 62 Schaden. Das ist schon übel. Das ist schon derbe übel. So, aber ich kann bestimmt noch. Das Atemgerät? Ja. Um Welten. Alter. Das ist ja richtig gut. So, da haben wir aber auch schon Sachen doppelt jetzt, ne? Schockgranate habe ich 2. Oh, zum Hammer musste ich, ne? Genau, da kannst du aufrüsten.
So. Das soll ja schon mal ordentlich gut haben, mit dem ich nichts anfangen kann. Ist ja super. Das mit dem Kopfgeldern habe ich auch noch nicht verstanden. Fähigkeiten? Nee, Panzerung, da wollte ich hin. Kopf. Atemgerät. Und sieht auch deutlich cooler aus. Ja. Aber ich fand den Helm eigentlich ziemlich stylisch. Nee, guck dir das Atemgerät an. Das geht richtig ab. Geh mal zum Panzerungshändler, mal gucken, was der so hat. Das sieht so ein bisschen aus wie der Helm aus Fallout, der Power-Rüstungshelm. Nur halt nicht ganz geschlossen. Ich glaube, ich möchte Augmentationen haben. Da habe ich, glaube ich, richtig Bock drauf. Da oh, wie komme ich denn zu diesen scheiß Hermethnis? Nee, das gibt's doch nicht. Cybervendor. Ja, zeig mal, was hast du denn? Taktisches, der hat nur Granaten. Todesblickvisier, wie geil. Todesblickvisier? Ja. Süße Gerechtigkeit, tödliche Granate. Eine Schwerkraftfalle ist auch geil. Aber das sind ja keine Augmentationen. Versetzt das aktuelle Stil. Nee, das will ich nicht. Ach, bei dem Genetik-Symbol ist wahrscheinlich. Ja. Der Scheiße. Da gehe ich doch mal hin. Hier ist noch irgendeine Truhe. Ja, da kommen wir aber nicht hoch. Da brauchst du, glaube ich, diese komische Sammeldrohne. Die kann man tatsächlich kaufen. Wie kommt man denn hier runter? Wollen mich rollen? Hier. Ach ja, die Folge zieht sich denn doch noch ein bisschen. Meine Fresse, ich glaube, ich muss ein bisschen schneiden. Ah, hier. Da unten? Wieso komme ich denn hier nicht rein? Geil. Was denn? Ist der ganz unten? Ja. Yep, ist er. So. Jetzt erzähl mir mal was. Chrom ansehen. Augmentation, na geht doch. Gezielt der Schuss? Ja, hätte ich die 25.000 mal nicht verballert, die 15.000 mal nicht verballert. Ich habe gerade eine Mission abgeschlossen. Ja, ich auch. Ich auch. Hydraulik-Keep, Hyperfokus. Er ist auch ganz cool. Beutedrohne, ja, weiß ich nicht. Gezielter Beschuss. Lädt den verbleibende. Okay. Okay. Jetzt kann ich auch was. Gezielter Schuss ist ja auch interessant. Leert einfach mal den kompletten Clip. Der Hydraulik. Das ist gar nicht mal so unlustig. Ja. Das kenne ich aus anderen Spielen. Okay, wir sollten vielleicht nicht das gleiche nehmen. Wir sollten vielleicht alle so ein bisschen anders skillen. Zumal ich gar nichts skillen kann. Ich kann mir nur die Drohne leisten, weil ich ja den Scheiß da verbockt habe. Dreckiger Mist, ey. Also, was brauchen wir? Ja, ich hätte gern Hyperfokus tatsächlich. Das ist einmal so den Dings verlangsamen. Also ihr seid jetzt auf Augmentation, wenn. Ja. Da gibt es 4 Stück. Hydraulik-Hieb, gezielter Beschuss, Beutedrohne und Hyperfokus. Konstitution skaliert die Dauer. Ja. Gezielter Schuss ist halt auch cool. Ich kann tatsächlich nur Hydraulik-Hieb auswählen. Echt? Ja, ich hab nur Hydraulik-Hieb. Platz 1. Platz 2 ist leer. Bei dem Händler? Platz 3 ist leer. Nee, wir sind gerade beim Händler. Wir sind beim Händler, du Nase. Was wir kaufen können. Ich steh doch direkt neben euch. Nee, den muss also, ich doch auch. Dass ich dir die Kohle nicht geben kann. Ja, du musst mit dem quatschen, Michi. Sag mal. Ja, was denn? Ich konnte nicht. Ich kann mir das da aussuchen. Ich quatsch doch gerade mit dem. Bist du doof? Ich steh doch direkt bei euch. Ja, und was hast du ausgewählt? Die OP oder das zweite? Genau, du musst Chrom ansehen auswählen. Da du kannst Chrom ansehen. Ja. Genau, da kannst du das aussuchen. Ach so. Ach, ich glaube, ich kann zweimal Hydraulik-Keep auswählen, ausrüsten. Moment, das will ich aber sehen. Augmentation. Das Jukrit zählt aber für uns alle, die 18.064, ne? Das sind die du hast. Ja. Ach so. Ich hatte gerade 36.000, jetzt hatte ich noch 6. Aber ja, so.
Herr von uns, Bertolson, Sie haben recht. Der Hyperfokus ist sehr, sehr angenehm. Sieht nett aus, ne? So, ja, wie dem auch sei, wir sind mal wieder am Ende. Ich sowieso. Yay. Ich lebe noch. Das Blut ist gar nicht mehr so viel mehr geworden. Geht, oder? Ich bin nur halb tot. Ich habe die Blutung gestillt. Männlich. Dein Körper hat es getan. Ja. Ja, das bin nicht ich, oder was? Mein Körper habe ich outgesourced, oder wie stellst du dir das vor? Oder mein Körper hat mich ausgesourced. Also, so. Wie dem auch sei. Ich danke euch fürs Zugucken. Ich würde gerne so machen, ne? Ist auch gut. Würde mich freuen, wenn ihr abonniert. Würde mich freuen, wenn ihr gefällt mir drückt. Würde mich freuen, wenn ihr mal auf den Twitch-Kanal von hier da unten, dem Schabernack, guckt. Würde mich freuen, wenn ihr auf den YouTube-Kanal vom lieben Stomp Motion guckt, beziehungsweise No Budget Nerd, beziehungsweise Michi. Ich verlinke euch das alles in der Beschreibung. Und wird dann an die beiden Pappnasen hier übergeben. Werter Kai, es war meine Ehre, mit dir zusammen den Ragnar zu teabaggen. Danke. Ja, da weiß er nichts mehr zu sagen. Boah, es hat geklappt, es hat sehr gut geklappt. Ja. Und ich habe mich da sehr drüber gefreut, dass er sich das Ei selber ins Nest gelegt hat, lieber Michi. Nee, Moment, das Ei habe ich mir garantiert nicht ins Nest gelegt. Ja, ja. Das Ei habt ihr mir ins Nest gelegt vielleicht, ja. Aber, ja. Wenn du das sagst. Nee. Also, liebe Leute, wenn ihr weitersehen wollt, wie wir den Bertolson zwischendurch immer mal wieder teabaggen, wenn er es mal wieder nicht packt, dann schaltet gerne wieder ein. Und ansonsten... Mit Männern darf ich, sagt meine Frau. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertolson.